Hallo meine Lieben, ja, heute habe ich wieder mal einen DM-Haul für euch und ich glaube, ich kann heute sagen, dass es echt ein XXL-Haul ist, weil das sehr viel für den Urlaub schon vorgekauft wurde. In 11 Tagen, also wenn ihr das Video seht, in 11 Tagen geht's los. Und ich kann euch auch schon mal sagen, dass es eine richtig, richtig lange Reise wird. Also wir sind fast 6 Wochen unterwegs. Und wir fahren diesmal mit dem Auto in den Urlaub und es geht für uns Richtung Türkei. Aber vorher machen wir einen Zwischenstopp in Bosnien, da komme ich übrigens her. Und da werden wir auch über eine Woche verbringen. Dann geht es weiter hoch nach Türkei, da kommt mein Mann übrigens her. Da werden wir auch ungefähr eine Woche in seiner Stadt verbringen. Und dann geht es ans Meer für 15 Tage und ich freue mich so sehr, denn das Wetter heute ist auch hier. Es ist richtig, richtig warm. Ich habe jetzt Fenster zugemacht, deswegen ist mir noch doppelt mehr wärmer. Aber ich musste das ja machen, sonst hättet ihr auch irgendwie keine gute Hinterkulisse. Ja, von dem Meer Türkei geht es dann weiter runter nach Istanbul. Das habe ich selber noch nie gesehen. Also ich war schon dort, aber bin da halt nicht an diesen Sehenswürdigkeiten gewesen. Also ich war nur am Flughafen und werde dort mit meiner Mama, ist übrigens auch dabei am Start, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, mit meiner Mama zum ersten Mal Istanbul sehen. Es wird richtig schön und meinen Kindern natürlich. Und da werden wir auch ein paar Tage verbringen. Und von dort aus geht es wieder nach Bosnien. Da machen wir wieder Zwischenstopp. Also wir machen halt immer Zwischenstopps, weil es eine lange Reise ist und damit mein Mann sich auch ausruhen kann und deswegen. Und dann kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Also echt eine super lange Reise und deswegen brauchte ich echt viel. Und ich habe auch bei Instagram das mal erwähnt, da haben einige meiner Zuschauer auch gefragt, ob ich euch mitnehme, also ob ich vlogge. Ihr wisst ja, ich habe noch nie gevloggt und bin auch aufgeregt, das zu machen. Aber ja, ich werde vloggen. Ich werde euch mitnehmen. Und ich habe sogar von meinem Mann das Okay, dass er mitgefilmt wird. Also bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich nehme alles mit und werde schneiden und gucken, ob das überhaupt was wird. Aber ich habe sehr viele tolle Dinge, die ich da erleben werde und wobei ich euch dann mitnehme. Also meine treuen Zuschauer, die sich darüber natürlich auch freuen. So, jetzt quatscht die Heidi nicht mehr zu viel. Ich fange, glaube ich, am besten sofort mit dem DM-Haul an, denn der interessiert euch, glaube ich, am meisten. Auch bevor ich beginne, ist es jetzt vielleicht ein bisschen im Hintergrund auch ja, ab und zu mal was lauter, das erwähne ich sehr, sehr oft. Aber meine Family ist zu Hause und die unterhalten sich natürlich. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ihr müsst jetzt hier, bis ich filme, ruhig sein. Und ja, deswegen sorry für die Hinterkulisse. So, dann fange ich mal an mit dem ersten, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist einmal von Babylove hier diese Reinigungswattepads. Die nehme ich übrigens mit in den Urlaub. Finde ich voll praktisch. Da kann ich den Kleinen sein Gesicht einmal waschen. Oder auch unten rum. Also das werde ich hauptsächlich, glaube ich, im Hotel benutzen. Denn bei meiner Mama kann ich ja Waschlappen nehmen und bei meiner Schwiegermama auch. Ich habe übrigens noch was ganz Spannendes. Ach, das sage ich auch noch mal kurz. Ich war ja bei der bunten Beauty Days und da habe ich was Tolles für den Kleinen mitgenommen. Und darüber werde ich ja auch noch mal ein Video drehen. Das kommt jetzt auch die Tage bestimmt online. Dann seht ihr, was ich meine. Und ja, das nehme ich auf jeden Fall auch einmal mit. Zu Anfang möchte ich auch noch mal sagen, dass das ein unbezahltes Werbevideo ist, weil ich habe die Sachen mir alle selbst gekauft und das ist auch meine eigene Meinung, die ich über die Sachen sage. Ich mache das für euch und blende natürlich dann auch die Preise ein, weil ihr euch das auch so wünscht. Dann habe ich etwas mit meinem Mann mitgenommen. Der ist momentan sehr erschöpft und müde. Mein Mann arbeitet fast nur Nachtschichten. Und ich glaube aber, irgendwie ist bei ihm auch die Vitamine weg und die Power und der braucht dringend Urlaub, weil wir haben echt durch die Schwangerschaft den Umbau hier und ja, wir waren ja auch letztes Jahr nicht im Urlaub, weil ich ja ein Baby bekommen habe und ich glaube, der ist sehr, sehr erschöpft, deswegen habe ich ihn einmal so Vitamin B12 Depot mitgenommen von TTZAP. Ich hoffe, das bringt, was ich will, dass er das auch schon heute anfängt, dass das halt bis zum Urlaub schon anfängt zu wirken, dass er mir jetzt nicht zu müde bei der Autofahrt wird und ja. Deswegen musste das einmal mit. Dann habe ich zum ersten Mal von Balea-Rasierer mitgenommen. Das sind einmal diese hier. Die sah sehr, sehr urlaubsmäßig aus, da ich ja so in Urlaubsstimmung bin. Deswegen habe ich die auch mitgenommen. Und in der Stadt, dass das eine LA ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich liebe das übrigens, wenn ich Tipps von euch bekomme. Ich habe heute eine Zuschauerin hat mir unter einem meiner, also den letzten DM-Haul, einen super Tipp gegeben.
geschrieben. Darüber habe ich mich so gefreut. Das ist etwas, was ich selbst zusammenmixen kann. Als 8%iger, aber also nur 8 Schutzfaktor Sonnenmilch, also Kokosöl. Und für Zecken und Mücken, also super Tipp. Und lest auch selber gerne mal die Kommentare, da seht ihr echt super Tipps. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr mal darüber schreibt, ob ihr die getestet habt und wie die sind. Also es sind 8 Stück drin, das soll 3 Klingen haben. Ich benutze eigentlich immer die für Männer. War da auch super zufrieden mit, aber die waren irgendwie günstiger und mehr drin und dachte, für den Urlaub ist das erstmal das Beste. Obwohl ich überlege, ob ich da Waxing mache. Mal gucken, also in der Türkei ist das ja, da kann man das ja super machen. Und dann habe ich einmal von Profissimo etwas genommen, das habe ich übrigens online gesehen. Bei DM kann man ja auch öfters Online-Sachen sehen. Das sind einmal hier diese Spülschwämme. Ich hatte ja letztens euch eins gezeigt, das war so richtig groß, auch eine Zitrone. Und das hatte auch so ein Gesicht und damit war ich nicht so zufrieden. Das war mir zu groß beim Spülen. Also finde ich viel besser, da ist auch so ein Seil zum Aufhängen fürs Bad. Also ich finde, damit kann man super das Bad reinigen, also die Badewanne. Und deswegen hole ich mir jetzt nochmal ein neues fürs Bad. Und diese habe ich jetzt für die Küche mitgenommen. Voll süß irgendwie, ne? Also so Zitronen. Seht ihr das überhaupt ganz gut? Ich hoffe, ja. Ja, dann habe ich mir einmal von Abelin diese 50 Maxi-Pads mitgenommen. Die sind einfach super zum Abschminken. Und natürlich bin ich am Strandurlaub, also am Strand gar nicht geschminkt, aber abends schminkt man sich immer zum Abendessen. Da machen alle Frauen sich so richtig schick. Und ja, da muss ich mich ja natürlich auch abschminken. Und auch in der Zeit davor, also vor dem Strand, werde ich natürlich geschminkt sein. Deswegen mussten die einmal mit. Dann habe ich auch etwas, was ich im Urlaub testen will, obwohl ich das, also zu der Zeit, wo mein Sohn Geburtstag hat, irgendwie rum, erwischt es mich mit diesen Frauengeschichten. Und natürlich kann ich es vor Ort auch kaufen, aber Jessa hat jetzt neue Binden rausgebracht und da steht also übrigens neu. Und ich weiß, ihr wisst, ich schwärme total über diese Marke. Und ich bin einfach gespannt. Da sind 16 Stück drin und ja, deswegen mussten ja mal mit. Ich nehme die mit in den Urlaub und will die da testen. Dann berichte ich euch im nächsten Aufgebraucht-Video. Ja, da wir mit Auto unterwegs sind, werden wir natürlich auch Toilettenpapier brauchen. Natürlich auch feuchtes Toilettenpapier. Deswegen habe ich einmal dieses hier mitgenommen von der Marke Sanft und Sicher. Und ich habe einfach ganz klassisch hier Kamille mitgenommen und ja, werden wir bestimmt brauchen. Und ich werde auch eine Rolle Toilettenpapier mitnehmen, weil an den Raststätten weiß man ja nie, ne? Dann auch für meinen kleinen Feuchttücher für unterwegs, da nehme ich die von Babylove mit 99% Wasser. Die sind richtig, richtig gut. Die haben wir auch so mal zu Hause getestet oder unterwegs und ja, deswegen nehme die mit. Dann habe ich von Denk mit, genau, dieses Spülmittel zweimal mitgenommen. Da war ich ja richtig verrückt nach. Das ist ja super, super sommerlich. Da steht mit Vitamin E-Kügelchen. Und das sind so Kügelchen. Ich versuche euch die mal zu zeigen. Ja, da ich ja jetzt auch mit dem Mac schneide, kann es auch sein, dass ihr das hier irgendwie in den Ecken drin seht oder ganz normal vorne, wie ihr es sonst von mir kennt. Auf jeden Fall sind diese süßen Kügelchen drin. Und ja, ich fand das so hübsch, weil das ja bestimmt auch eine LA ist. Habe ich deswegen 2 direkt mitgenommen. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Verpackungsopfer, ne? Dann habe ich auch etwas mitgenommen von Profissimo. Das soll auch neu sein. Hatte ich auch online gesehen. Das sind Quick Fresh Gefrierbeutel, 1 Liter. Und die sind ja auch für Flüge geeignet. Und ja, ich fand die so toll. Dachte auch, für zu Hause sind die praktisch, aber auch vor der Fahrt kann ich da irgendwie was einfrieren für den Kleinen. So ein bisschen Obst oder so für unterwegs und dann auf und zu mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Nehme ich übrigens auch eine Kühlbox mit oder auch für den nächsten Urlaub, wenn wir mal fliegen wieder, ne? Dann sind die auch super praktisch. So, und jetzt geht's los mit der ganzen Sonnenmilch. Also da habe ich echt ganz viele verschiedene geholt. Wir haben aber auch noch einige schon hier, weil es ja hier ja auch heiß ist, haben wir auch schon Sonnenmilch in Benutzung. Die werden wir natürlich auch mitnehmen. Aber ich habe hier für den Kleinen einmal von Garnier eins mitgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die so sind, weil ich habe ja schon einen großen und jetzt erst einen kleinen. Da stand Kids Sensitive Expert 50 Faktor. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, was da so stand. Ich kann es euch nochmal so zeigen. Ja, das habe ich erstmal mitgenommen, weil das halt eine hochwertige Marke ist, ein bisschen teurer ist. Dann
bin ich mir irgendwie doch so ein bisschen sicher, dass das auch wirklich gut funktioniert. Habe aber trotzdem auch nochmal zum Testen, weil Sundance ist ja die DM-Eigenmarke. Davon habe ich auch noch Gutes gehört, hat auch so getestet, gut bestanden, ist auch ohne Duftstoffe und ohne Fette. Und das hier war auch bei zu allergieneigender Haut und für Babys geeignet, steht hier auch nochmal. Ultrasensitiv ist auch noch ein Spray, auch 50-Faktor. Das möchte ich gerne im Urlaub testen, wenn ich merke, oh, ist nicht so gut. Dann kann ich es ja noch wegpacken und kann das andere weiter benutzen. Ich glaube, ich werde auch damit anfangen, um einfach nur mal zu sehen, ob ich damit weitermachen soll. Ansonsten vor Ort kann ich ja auch noch mal zur Apotheke oder in ein Kaufhaus rennen und gucken, ob ich ein Markenprodukt noch dort finde. Habe aber hier schon vor Ort hier so eine getestet. Die ist auch von Sundance und die verträgt ja richtig gut. Und bis jetzt kann ich auf Holz klopfen, ist der noch nicht verbrannt. Das ist auch 50-Faktor, das ist fast dasselbe, nur halb in so einer Tube. Und das ist eine Sonnencreme. Genau, das andere ist ein Spray. Davon habe ich eins und habe jetzt noch eins mitgenommen, weil ich dachte so, für Bosnien und da, wo mein Mann herkommt und dann nochmal Strand, also jede Menge Cremes, ihr kennt es, glaube ich, Mamis. Dann geht es weiter mit mir und meinen Großen. Wir haben leider eine Sonnenallergie, also bis jetzt in der Türkei immer gehabt. Und deswegen habe ich jetzt mal zum Testen von Sundance hier dieses, hier steht es bei Mallorca-Akne und Sonnenallergiker. Für allergische Haut leichtes Geltextur, das ist auch mit UVA und UVB 50-Faktor erstmal für den Anfang, habe ich mir gedacht, weil da in Türkei am Strand ist ja die Sonne richtig am Knallen. Und dann habe ich 30-Faktor, davon habe ich auch noch eine Tube, die habe ich schon vorher gekauft in 30-Faktor, auch für Allergiker, das ist jetzt ein Spray. Und ja, da bin ich mal gespannt, also ich werde das erstmal damit anfangen. Und ansonsten habe ich hier noch zwei mitgenommen für meinen Mann und für mich auch. Also bei mir ist das nur am Anfang und danach kann ich ganz normal Sonnenöl, Sonnenmilch benutzen. Da habe ich von Sundance auch zum ersten Mal zum Testen so ein Sonnenölspray mitgenommen in Stärke Mittel, 20%. Wir haben übrigens noch andere Sonnenmilchen auch in 30 und ach, ganz viel, ne? Und ja, das einmal. Und dann habe ich etwas ganz Tolles entdeckt, das möchte ich auch testen mit Carotin-Sonnenspray. Das ist aber auch nur 15-Faktor, so kurz vorm Ende. Soll wohl eine schönere sommerliche Bräune machen. Ja, für mich und meinen Mann und meine Mama. Meine Mama wird die auch benutzen, aber ich habe noch ganz viele normale Sonnenmilch da. Ja, ich werde ja nochmal so ein Urlaubspack-Video machen, da wird ja, glaube ich, ziemlich viel Sonnenmilch mitgeht. Dann hat mein Mann für sich, ich habe ja noch hier Garnier und dann habe ich auch noch eins in Aldi mitgenommen, so ein After Sun. Aber mein Mann wollte unbedingt dieses Jahr, hat er eine große Flasche genommen von Nivea Sun. Das ist so eine pflegende After Sun, kühlt und beruhigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den letzten DM noch gezeigt habe, habe ich noch eine vom DM, so einen Schaum mitgenommen. Genau, die werde ich auch dort vor Ort testen. Ja, und die werde ich auch zum ersten Mal, sonst kenne ich nur die von Garnier. Da bin ich auch mal richtig gespannt, wie die ist. Und dann habe ich für mich After Sun Shampoo mal mitgenommen, auch zum ersten Mal von Balea. Das ist einmal dieses hier und da steht 2 in 1. Das ist Shampoo und Spülung. Und das soll die Haare vor Feuchtigkeit also Feuchtigkeit geben und vor Sand und Salz und chlorständigen Sachen befreien. Ist für alle Hauttypen, Pflegenformel mit Keratin und Manoiöl. Genau, ja, werde ich testen, da werde ich euch auf jeden Fall berichten. Auf jeden Fall riecht es richtig gut. Ich werde euch gleich sagen, nach was. Und dann habe ich mir davon auch noch so ein Sonnenschutzspray mitgenommen. Ja, das schützt vor Sonnenstrahlen, Chlor, Salzwasser und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit. Ist auch für alle Haartypen auch wieder dasselbe alles. Und das macht man halt dann vorher ins Haar rein und dann geht man halt an den Strand. Ich habe da eigentlich immer eins von Glisco genommen, aber diesmal nehme ich dieses mit. Genau, und dann werde ich euch auch berichten. Und riechen tut es nach diesem tollen Duschgel. Das ist ein Duschgel, was ich über alles liebe und eigentlich auch mal so zwischendurch für zu Hause kaufe, wo ich einfach Lust drauf habe. Aber in Urlaub muss das mit. Das ist dieses After Sun. Das habe ich jetzt nur für die Strandzeit genommen und 4 Flaschen. Und ich bin so verrückt danach.
Ich liebe diesen Duft und dann denke ich immer an unser Urlaub davor und davor, weil ich es jeden Urlaub mitnehme. Und ich fand, dass das genauso riecht und ja, also eine super Kombi. Ja, und einmal 4 Stück mit für uns alle. Ja, da ich Zahnbürsten nach dem Urlaub meistens wegschmeiße und ja, deswegen haben wir jetzt so von Donto Dent welche mitgenommen. Einmal für meinen Sohn hier so mittelt, also von der Putzstärke her so ein Travel. Das kann man so irgendwie so klappen, fand ich voll cool für ihn. Also er wollte die unbedingt auch haben, war auch gar nicht so teuer und ja, deswegen einmal die. Ja, und ich und mein Mann haben uns solche ausgesucht, ganz normale, weil ich habe diese Verpackungen, wo man die reintun kann, zwei. Und ja, deswegen haben wir uns die ausgesucht und die haben auch gar nicht so viel gekostet. Einmal rosa für mich, grün für meinen Mann. Und der Kleine hat ja schon eine neue, die nehmen wir einfach mit und die entsorgen und dann kriegt er nochmal eine ganz neue. Dann habe ich für mich, ich überlege ja auch wieder Wimper-Extensions zu machen, wie beim letzten Urlaub. Finde ich praktisch, man braucht sich echt fast gar nicht schminken und sieht geschminkt aus. Deswegen habe ich mir von Balea wieder dieses hier mitgenommen. Das ist ölfrei, das ist so ein Make-up-Entferner, falls ich mal so ein bisschen ja, Lidschatten oder sowas auftragen sollte abends, damit die Wimpern nicht darunter leiden. Also das tun die auf jeden Fall mit dem hier nicht. Ja, deswegen habe ich es einmal mitgenommen. Aber so für wasserfestes Make-up ist das überhaupt nichts. Also falls man nicht Make-up. Mascara, genau. Da kann ich euch das gar nicht empfehlen. Aber so, wenn ihr Lidschatten drauf, die kriegt ihr das ganz gut damit ab oder den Rest und ja, die Wimpern bleiben schön. Dann habe ich noch etwas mitgenommen von der Marke DM Mepholis. Ja, ich habe davon jetzt, also das gesunde Plus. Habe ich jetzt bis jetzt noch nichts von getestet, muss ich zugeben. Da habe ich so ein Kühlgel mitgenommen, falls ja, einer sich verbrennen sollte, was ich nicht hoffe. Oder verletzt, also es lindert Schmerzen und den Juckreiz für Verbrennung oder Insektenstiche. Ich dachte auch, falls mal so Mückenstiche sein sollten, habe ich das schon mal da. Da würde ich mich auch über Tipps freuen. Könnt ihr mir auch ruhig gerne in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich für eine Verletzung auch zum ersten Mal so ein Wundspray mitgenommen. Das soll auch vor Infektionen vorbeugen, das die Blutung reduzieren und fördert die Wundheilung. Ja, und fand ich super für die Kinder. Man weiß ja nie, ob irgendwas passiert, dass man mal hinfällt, ausrutscht. Oder ich selber auch. Ne? Kann ja auch passieren. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Ja, dann habe ich etwas für die Spülmaschine mitgenommen von Denk mit, so ein Reiniger. Ich wollte noch am letzten Tag, wenn wir losfahren, die Spülmaschine nochmal richtig säubern, entkalken. Und ja, finde ich super praktisch mit den Teilen. Und ja, da bin ich nochmal auf einer guten Seite, wenn ich weiß, die Spülmaschine ist schon sehr lange nicht mehr in Funktion und ist nochmal gut gereinigt. Deswegen einmal das. Und jetzt brauchte ich ja auch hier für zu Hause von Balea so Cremeseife Ginger Lemon. Ich liebe diesen Duftgeschmack oder ja, Geschmack kann man nicht sagen, schmeckt es ja nicht, aber ich mag diese Duftrichtung total und ja, deswegen kaufe ich das eigentlich immer wieder für uns. Dann nochmal für unterwegs hier so, so ein Hygiene-Handgel von Balea, sowas muss immer mit, das habe ich immer am Kinderwagen auch dran und ja, auch in der Handtasche und vor allem im Urlaub will ich sowas unbedingt dabei haben, deswegen musste das auch einmal hin, also mit. Und für mich nochmal für den Urlaub von Nivea mein absolutes Lieblingsdeo. Das kann ich euch so ans Herz legen. Das hat nämlich 0% Alkohol, 0% Aluminiumsalz, was mir ja sehr wichtig ist. Und das hat ja so eine cremige Konsistenz. Und ja, ich rieche nicht, ich bin trocken. Meine Achseln sind wunderschön. Also wenn man die halb rasiert, dann kriegt man ja sehr oft Irritationen und die habe ich überhaupt nicht mehr, seitdem ich das benutze. So, das war es jetzt erstmal mit den Sachen, die ich geshoppt habe. Ich weiß nicht, ob noch irgendwie Sachen fehlen. Falls ihr selber auch noch irgendwelche Tipps für den Urlaub habt, könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, damit ich irgendwie nicht irgendwas vergesse. Natürlich werde ich noch Windeln für den Kleinen mitnehmen und, aber einiges entflieht mir. Also falls ihr super Tipps habt, schreibt mir das echt gerne in die Kommentare, freue ich mich. Und ja, und das war's mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, ich konnte euch auch inspirieren und die Sachen haben euch gefallen. Und der DM-Haul auch. Jetzt hatte ich einen kleinen Cut. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und sagt bis zum nächsten Mal, meine Lieben.